Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Die Siedler Aufstieg eines Königreichs. Heute mit der 11. Mission, die wir neu beginnen werden. Und naja, bei der letzten Mission haben wir eigentlich sehr, sehr viel bauen dürfen. Haben, glaube ich, so alle Zugriff auf alle Gebäude bisher gehabt und haben uns sehr ausgiebig Zeit gelassen mit dem Aufsiedeln unserer Siedlung hier unten. Hat Spaß gemacht. Trotzdem wäre es cool, wenn die nächsten Folgen oder die nächsten Missionen wieder ein bisschen kürzer werden. Ich fürchte allerdings eher, dass die schwerer werden. Wir sind jedenfalls auf Tios, wieder hier in dem Gebiet von, naja, also es nicht geht, Geth, sondern es ist tatsächlich Tios, eine Insel. Stimmt, es ist eine Insel. Dann schauen wir mal, was wir uns auf dieser Insel antun werden. Naja, wie gesagt, wir kennen jetzt alles, wir können alles bauen, wir können alle Titel erreichen. Jetzt kann es eigentlich nur noch schwerer werden und das stimmt mich nicht zuversichtlich. Aber gut. Euer Majestät, dies dürfte euch interessieren. Habe ich euch schon von dem Stadtstaat Tios berichtet? Ein großartiger Ort. Früher war Tios aufregend, reich und korrupt. Inzwischen? Nun, die Zeiten ändern sich. Jetzt will man dort mit einem großen Turnier zu altem Glanz zurückfinden. Doch dazu ist Hilfe nötig. Der Kastellan von Tios ist eine gefährliche Wette mit dem Roten Prinzen eingegangen. Er behauptet, er könne aus dem Stand ein Turnier organisieren. Doch der Kastellan ist nicht dazu in der Lage, das Turnier vorzubereiten und gleichzeitig seine Stadt zu regieren. Er bittet uns, die Verwaltung von Tios zu übernehmen, während er das Turnier organisiert. Wenn der Kastellan seine Wette verliert, übernimmt der Rote Prinz die Kontrolle über Tios. Ist er aber erfolgreich, so gewinnen wir einen neuen Verbündeten. Der Kastellan von Tios hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Er muss diese Wette gewinnen. Das klingt schon wieder so ein bisschen nach Wettlauf. Wir nehmen natürlich wieder Hakim und ja, großartig. Also wieder mal ein Wettlauf. Wir dürfen produzieren, wahrscheinlich zehntausende Warenlieferungen bringen. Am besten unter Zeitdruck. Die Gesundheit der Siedler ist unser höchstes Gut. Wenn wir eine Kräutersammlerhütte bauen, können wir Heilkräuter sammeln, aus denen sich Medizin herstellen lässt. Ich bin verzweifelt. Tios ist ins Chaos gestürzt. Die Siedler leiden an der Seuche. Ich muss das Turnier vorbereiten, aber die Siedler brauchen Hilfe. Oh bitte, was können wir tun? Okay, ich muss eine Aussage zurücknehmen. Wir können auch noch Medizin und Medizin herstellen und Kräuter abbauen. Kräuter wird es wahrscheinlich hier irgendwo geben. Genau. Und dann werden wir wahrscheinlich hier drin Medizin herstellen können. Ne, hier. Genau. Halt kranke Siedler. Okay, sehr gut. Dann können wir jetzt vielleicht alles. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Ich weiß es nicht. Jedenfalls werden wir, haben wir hier so eine Siedlung, die nicht sonderlich viel kann. Ist das jetzt unsere Basis? Oder ist das unsere Basis? Turnierzelt. Ah, ne, hier wird das Turnier aufgebaut. Sieht ganz cool aus. Okay. Machen die dann was in der Zwischenzeit? Wir haben jedenfalls eine vorgefertigte Stadt mit Stadtmauer. Lustig. Okay, da unten ist ein Hafen. Fisch. Wir haben hier unten Fisch. Die Fischerhütte arbeitet sogar. Okay, das heißt, wir haben tatsächlich Fisch. Aber die hier arbeiten halt gar nicht. Wie kriegen wir das weg? Haben wir Kräuter? Hier haben wir ein Kräuterfeld. Hier oben haben wir ein Kräuterfeld. Sehr schön. Dann werden wir da mal eine Kräutersammlerhütte hinbauen. Ja, wahrscheinlich einfach. Ist natürlich voll sinnvoll, dass da eine Stadtmauer ist, wo man dann durchlaufen kann. Sehr sinnvoll. Ich baue die mal. Die müssen ja auch noch irgendwie da durchkommen. Hier hin. Und schließt das Ganze irgendwie hier. Komme ich da überhaupt durch? Sehr gut. Der Marktplatz ist nicht mit einem Weg verbunden. Nur hier. Egal. Dann verbinden wir es halt.
hier rüber. Okay, dann haben wir eine Häute, eine Kräuter-Dingens und dann brauchen wir noch eine Apotheke. Die Apotheke baue ich jetzt einfach mal. Hätte ich gerne hier hingebaut, aber passt natürlich wieder mal nicht hin. Dann bauen wir die da hin. Komme ich da noch irgendwie durch zu dem Lager? Natürlich nicht, ja. Warum sollte man auch eine Stadt vorgeben, die infrastrukturell Sinn macht? Gut, dann halt nicht. Dann bauen wir die Apotheke einfach hier hin. Hoffe, dass das gut funktioniert. Wir haben zumindest alles Mögliche mit Infrastruktur. Wir müssen es nur erstmal wieder zum Laufen kriegen. Das ist das größere Problem. Und in der Zwischenzeit können wir mit Hakim mal die Nachbargebiete uns anschauen. Das ist alles hier so ein bisschen wenig durchdacht. Also die Stadtmauer ist so halb nur da. Und das macht nicht viel Sinn. Wie ihr wünscht. So. Okay, das Gebiet ist recht winzig. Da gibt es ein bisschen Wild. Dann laufen wir mal hier rüber. Schon unterwegs. So, Kräuter. Meine Kenntnisse der Architektur rüsten wir auf. Die Apotheke auch, damit die gleich gescheit arbeitet. Und hier haben wir ein richtig großes Stück gefunden. Da ist ein Banditenlager. Hurra! Ich glaube, wir sollten diese Mauer komplettieren. Da sind Schafe. Aber sonst auch nichts. Dann gehen wir schnell darüber. Und dann werden wir die Kräuterhütte noch aufwerten und auch die Apotheke, wenn es soweit ist. Gut, hier gibt es auch noch ein bisschen Jagdgrund. Eisen. Und ein Bär. Großartig. Und dann schauen wir noch hier vorbei. Also hier sind wir so oben, hier oben auf diesem Gebirge. Wir haben nun Heilkräuter. Nun können wir Apotheken bauen, um Medizin herzustellen und unsere kranken Siedler zu heilen. Das sind noch mehr Heilkräuter. Unsere erste Apotheke ist bereit und wird mit der Produktion der Medizin beginnen. Sag ich doch. Wir müssen jeden Siedler von dieser Seuche befreien. Damit uns dies gelingt, benötigen wir genug Medizin für alle. So, und hier in diesem Gebiet haben wir nochmal Banditen. Ja, wir werden ziemlich sicher diese Stadtmauer komplettieren müssen. Sofort. Und ich vermute, es macht wahrscheinlich Sinn. Naja, wie kommen wir denn da oben hin? Am besten ja eigentlich über hier. Das heißt, können wir uns das leisten? 200 Gold, 10 Holz. Dann bauen wir hier das Ding hin. Und dann gehört uns das hier auch mit den Kräutern. Dann können wir dann mehr bauen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, Steine haben wir nicht so viele. Also jetzt sehen wir erstmal zu, dass die hier alle wieder arbeiten. Und wenn die das tun, dann können wir uns dringend darum kümmern, diese halbe Stadtmauer fertig zu machen. Also die ist ja sowas von sinnlos. Hunger haben sie auch. Ja, klar, ich meine, Rohstoffe haben wir genug, aber die arbeiten halt nicht. Das heißt, die werden jetzt hier, die sind krank, die sind dreckig, weil die krank sind und nichts herstellen. Das ist ein bisschen blöd. Erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen, lustigerweise, an Rollercoaster Tycoon 1. Oh, wir haben nur eine Stunde Zeit. Okay, mit anderen Worten, wenn der Außenposten fertig ist, nochmal auf zweifach. Wir haben ein Territorium eingenommen. Genau. Ich will so alles haben. So, wie komme ich da jetzt am besten hin? Hier geht's noch lang. Habe ich daneben geklickt? So, hier ist jetzt ein Weg. Der geht hier hin. Und den fahren wir da hoch. Und da bauen wir jetzt noch ein bisschen mehr Kräuter ab. Okay. Und dann sollten wir so langsam mehr und mehr Medizin haben. Die Apotheke wird dann auch bald unterfordert sein. Das war hier drin. Bauen wir gleich eine zweite daneben. Cool. So. Und dann geht es so langsam aufwärts. Wo haben wir Stein? Wir haben nirgends Stein. Das ist aber ungünstig. Wir haben keinen Stein. Hakim, du musst Stein finden. Auf euren Befehl. Holzfällerhütte. Also ist es schon okay. So, jetzt lang, der Weber fängt an. Also es geht langsam
zurück, die Seuche. Das ist okay. Die Apotheke tun wir noch aufwerten. Also es werden weniger, das ist gut. Dafür sind sie schmutzig. Uah, großartig. Also die gehen quasi in die Wohnung rein und wieder raus. Jetzt hoffe ich natürlich, ich meine, haben wir... Was haben wir überhaupt? Apotheke, Metzgerei, haben wir hier überhaupt Sanitärsachen? Offensichtlich ja nicht. Ja gut, dann bauen wir hier noch einen Besenmacher, nachdem wir ja doch recht viel Holz haben. Und nachdem wir keine Tiere haben, lasse ich es dabei. Taverne haben wir recht weit außen. Hier haben wir eine Bogenschutzanlage. Kaserne. Okay, das ist interessant. Cool. Okay. So, Hakim, schau doch mal hier rein. Achso, da waren wir schon drin. Dann schau doch mal hier rein. Gute Nachrichten. Alle Siedler haben sich von ihrer Krankheit erholt und können wieder arbeiten. Aber jetzt sind sie schmutzig. Mit gesunden Siedlern können wir die Stadt aufbauen. Wir sollten zuerst die Stadtmauern wieder errichten. Solange die Siedler in der Stadt streiken, haben wir keine Aussicht auf Erfolg. Wir müssen die Bedürfnisse aller Siedler erfüllen. Böser Wolf. Böser Wolf. Okay, also, Stadtmauer muss fertig werden und wir müssen die Bedürfnisse hinkriegen. Das heißt, wir sollten auf alle Fälle hier irgendwo eine Jagdhütte hinbauen. Irgendwo hier war doch ein Jagdgrund. Also wir müssen jetzt immer gucken, was können wir, was fehlt überhaupt noch? Ein bisschen doof, aber mein Gott. So, das Ding kommt hier außerhalb hin. Jetzt bauen wir erstmal jede Menge. So, Nahrung geht eigentlich tatsächlich gerade, weil wir noch recht viel Fisch haben. Die Fischerhütte können wir aufwerten. Den Besenmacher können wir gleich aufwerten, damit die hier ein bisschen glücklicher sind. Und ja, wir brauchen unbedingt viele Tiere. Das heißt, wir sollten vielleicht gleich das nächste einnehmen. Haben wir so viel Geld? Irgendwie schon. Nachdem das jetzt recht in der Nähe ist, würde ich fast das noch dazu holen. Hakim, komm doch mal her. Der deselektiert sich manchmal irgendwie so ein bisschen. Alles das klar. Ist blöd. Verstanden. Und dann sollte der Besenmacher eigentlich gleich nochmal aufgerüstet werden. Ja, ehrlich gesagt, ich baue lieber neu auf. Das ist mir lieber, als dass ich was Vorhandenes upgrade. Achso, ich muss ja natürlich erst das Ding erobern. Das ist richtig 210, das ist okay. Dann bauen wir das Ding hier hin. Warten, bis das gebaut wird. Aber wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Das ist, weil wir müssen zu dem Stein da hinten. Also schauen wir doch nochmal hier rein. Und da unten sind halt auch die Banditen, das ist das Problem. Wir gehen deshalb einfach mal hier unten lang. Da ist auch Fisch. Können wir mehr Fische produzieren. Die Fischerhütte ist voll abgegradet. Hier so ein bisschen die Kleidung kommt schon rein. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jetzt wollen die... So, Territorium haben wir auch. Dann können wir jetzt hier noch die nächste Jagdhütte hinsetzen. Und dann können wir uns dran machen, die bisherigen Jagdhütten abzugraden. So, die war ja irgendwo hier. Wir brauchen viel Jäger. Also ich habe jetzt irgendwie erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um mich zurechtzufinden. Ne? Das ist halt so. Och, diese dämlichen Wölfe. Haben wir hier? Ne, wir haben nichts an hier. Und da vorbei ist auch blöd. Aber wir müssen auf alle Fälle trotzdem irgendwie darüber. 310, das können wir uns auf alle Fälle leisten. Das ist okay, dann können wir das Ding hier hinsetzen. Wir müssen erstmal zu dem Stein. Der Stein ist das Wichtigste gerade. So, dann können wir die Jagdhütte nochmal upgraden. Die hier auch. So, Metzgerei. Also wir können eigentlich alles upgraden. Das ist das Lustige. Vielleicht sollten wir erstmal mit den Holzfällerhütten anfangen. Die Gerberei kann aber eh noch nicht viel machen. Das ist echt ein bisschen strange. So, nachdem wir da noch nicht langkommen, müssen wir jetzt hier so einen kleinen Umweg bauen. Und dann gucken wir gleich,
dass wir hier in das Nachbargebiet kommen. Dann lassen wir natürlich die Wölfe jetzt erstmal da, wo sie sind. Oh, eine Ruine. Ah, Wölfe. Noch mehr Wölfe. Es sind zu viele Wölfe hier. Auf euren Befehl. Das ist echt doof. Alles klar. Wie ihr wünscht. Aber dieses Gebiet wird uns erstmal gehören. Nein, wir brauchen 1000 Gold. Okay, das heißt, wir können eh noch nicht viel machen. Was kostet das denn da? Sofort. Das einzige Gebiet, wo wir bisher Eisen sehen. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist. So, ein bisschen Kleidung kommt jetzt rein durch die Tiere. Durch die ganzen Jagdhütten. Die Gerber fangen dann an zu arbeiten. Die Jagdhütte ist upgraded. Die können wir nochmal. Genau, Nahrung. Irgendwo müssten wir eine Räucherei haben. Hier, die ist tatsächlich schon upgraded. Die ist auch upgraded. Die Bäckerei ist ein bisschen dämlich, weil wir keine Felder haben. So, und das ist alles schmutzig. Okay, das heißt, wir brauchen definitiv noch eine Räucherei. Jetzt sind wir hier hin. Ist eh komplett verplant. Eigentlich wäre es sinnvoller, alles abzureißen, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeitdruck. Wir schauen uns gleich mal die Quests im Detail an. Ich mache mal wieder die Geschwindigkeit auf einfach. Hier haben wir Siedler leiden an der Seuche. Ja gut, das haben wir ja im Prinzip bald ausgemerzt. Aber mit gesunden Siedlern können wir die Stadt aufbauen. Wir sollten zuerst die Stadtmauer wieder errichten. Ja gut, ich kann natürlich mal versuchen. Was würde es denn kosten? Nee, das können wir uns nicht leisten. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren mit nur 25 Steinen. Wir brauchen jetzt erstmal jede Menge Geld. Ohne Geld wird es nicht gehen. Deshalb machen wir die Kirche jetzt hier mal wieder ein bisschen zum Eintreiber. So, was kostet das hier? Auch 1000. Okay, das wird jetzt richtig teuer. Verstanden. Könnte ein bisschen nervig werden. Aber gut. So, haben wir genug Kräuter? Kräuter haben wir wie blöde. Die Apotheken sind noch unterfordert, meckern aber, weil sie nicht sauber genug sind. Und das Problem ist, ich vermute halt einfach mal, ja, dass der Besenmacher nicht arbeitet, weil er keine Kleidung hat. Und jetzt fehlt uns auch wieder die Nahrung, weil auch die Sachen nicht arbeiten. Das ist doch bescheuert. Das ist doch strunzdumm. Ich meine, wir haben... Was haben wir denn? Gerber oder... Ja, Gerber haben wir, aber die arbeiten ja auch nicht. Wie soll ich denn arbeiten, wenn... Aha. Interessant. Sagen wir so, wir haben jetzt schon den höchsten Titel, oder? Ja, wir können als nächstes Graf werden. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, was wir jetzt hier machen sollen. Ich meine, wir haben Tiere, aber es wird nicht hergestellt, weil die andere Sachen wollen, die wir nicht herstellen können, weil sie nicht arbeiten. Ich könnte mal zum Hafen gehen. Alles klar. Ich bin zwar nicht sicher, ob man hier handeln kann. Aber ein bisschen blöd ist das dann schon. Ich meine, ich kann die Stadtmauer mit Palisaden finalisieren, aber... So, kann ich hier handeln? Bitte lasst mich hier handeln. Schon unterwegs. Natürlich nicht, weil kein Schiff da ist. Verbündete haben wir auch nicht, oder? Doch, hier ist was. Wie ihr wünscht. Dann reiten wir mal schnell dahin. Es wäre halt echt praktisch, wenn einfach mal die Essensfabriken arbeiten würden, ne? Ich will jetzt auch nicht alles abreißen. Also das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache, auch wenn es sinnvoll wäre. Aber jetzt pendelt sich so langsam ein bisschen ein. Wenn jetzt noch die
Besen, wenn der Besenmacher arbeitet und er arbeitet, dann könnte es jetzt so langsam aufwärts gehen. Hoffe ich. So, er galoppiert derweil mal wieder durch ein neues Gebiet. Oh, das ist richtig groß. Das sind wieder Banditen. Yay. Und schauen wir mal, ob wir hier handeln können. Na, wir können nur Kräuter und Wolle kaufen. Das bringt uns eigentlich jetzt hier nicht viel. Naja, immerhin ist zumindest fast die komplette Karte aufgedeckt. Jawohl. Dann reiten wir jetzt noch hier hin. Ja, wir können nur abwarten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Solange die nicht arbeiten, wird's halt nichts, ne? Ich kann denen auch nicht die Steuern ersenken, weil ich meine, ich brauche das Geld. Kann ich sowieso noch nicht, weil ich nicht Graf bin. Auf was bezieht sich eigentlich dieser Timer? So. Hier auch. Hier ein neues Gebiet. Auf euren Befehl. Okay, da ist zweimal Wild drin und hier drüben ist nochmal so ein bisschen was. Das ist grün. Ach ja, das ist grün, richtig. Schon galoppier unterwegs. Doch mal hier hin. Dann haben wir wenigstens die komplette Karte aufgedeckt. Es wird besser. Sagen wir so, es wird besser, es ist nur sehr zäh. Also die Räucherei arbeitet so langsam. Also Nahrung geht noch. Die Gerberei wäre wahrscheinlich sinnvoll, dass wir noch eine zweite hinbauen, damit... Sind da Häuser gerade zusammengefallen? Waren die jetzt schon da oder fallen die zusammen? Weil sie nicht arbeiten. Egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, und du kommst da nicht hoch. Offensichtlich. Hakim? Der letzte Streikende ist an die Arbeit zurückgekehrt. Yay! Die Probleme in Tios haben ein Ende. Gott sei Dank. Okay, jetzt sollte es aufwärts gehen. Jetzt arbeiten zumindest bald alle. Außer die Käserei natürlich, die hat keine... Warum haben die Gebäude, wenn sie keine Farmen haben? Das ist doch bescheuert. So, ich möchte jetzt erstmal, dass das eins nach dem anderen ein bisschen besser wird. Also Räucherei wird so langsam, die Gerberei arbeiten. Ich vermute, wir bräuchten noch eine zweite Besenmacherei. Beziehungsweise, wie viele Tiere haben wir? 36, wir können noch mehr... Na, Holz haben wir genug. Dann bauen wir noch eine Besenmacherei daneben. Dass das ja nicht sinkt. So, und das einzige Problem ist jetzt hier wirklich noch die Gerberei. Da können wir hier aber nochmal upgraden. Dann sollte das auch deutlich nach oben gehen. Nahrung erstellen wir größtenteils aus Fisch. Bisher. Und wer es noch nicht gemerkt hat, den können wir hier auch noch eine weitere Fischhütte hinsetzen. So, und dann sollten wir so langsam auch genügend Geld haben, um uns das letzte Gebiet da hinten für die Steine zu leisten. Es geht voran. Also, ja, es ist schon noch zäh hier mit der Sauberkeit, aber sie streiken zumindest nicht. Essen muss noch ein bisschen hochgehen. Ich finde es immer lustig, wie die Essensproduktionen rummeckern, weil sie nichts zu essen haben. Ihr seid selbst dafür verantwortlich, dass es was zu essen gibt. Es gibt genug Rohstoffe, ihr könnt arbeiten. Da kommen schon wieder die Ersten im Streiken. Wollen wir mal ein Fest machen? Nee, kostet Geld. Blöde Idee. Kostet Geld, ist blöde Idee. So, jetzt holen wir uns dieses Gebiet da hinten. Jetzt kommen sie wieder alle. Das ist ja schrecklich. So, und nochmal den Besenmacher. Das ist immer, also ist so knapp. So, nachdem wir hier eine Ruine schon haben unterwegs. Und da ist schon wieder so ein hässlicher Wolf, stellen wir mal sowas direkt daneben. Und dann können wir hier hinten wirklich zwei Steinmetze direkt nebeneinander bauen.
Muss man nur überlegen, wie wir da irgendwie an diesen Wölfen vorbeikommen. Ach Leute, wie viele... Das ist ja Wahnsinn. Okay, wir brauchen noch mehr Holz, damit wir noch mehr... Wie schaut's denn hier aus mit Holz? So lala. Auf der Seite ist besser. Hier können wir noch eine schöne Holzfällerhütte hinsetzen. Dann kriegen wir mehr Holz. Wir hätten auch mal schauen können, ob die anderen Holzfäller noch... Wir werden angegriffen. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. What? Achso, die haben was dagegen. Na, das hilft mir ja jetzt enorm. Und das Geld ist weg. Ach, leck mich doch am Arsch, ehrlich. Ha, ha, ha. Wie soll ich denn das hinkriegen? Ups. Und das Mikrofon hauen bringt halt auch nichts. Oh Gott, damn it. Das ist zäh. Ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit hier. Wie gesagt, wenn die nicht arbeiten, kann ich nicht... Das ist für mich ein Problem. Aber eigentlich arbeiten sie. Ja, super. Ha, jetzt haben wir das Geld nicht mehr für das Ding zu bauen. Und ich habe auch kein Militär. Das heißt, ich hätte vielleicht doch erstmal hier ein bisschen was ausrüsten müssen, was ich nicht kann, weil es die Zulieferer nicht gibt. Ach, sag mal, was ist denn das für eine dämliche Stadt, ehrlich? Alles klar. Das ist doch bekloppt. Auf euren Befehl. Ja, ich brauche jetzt eine Schwertschmiede. Und ich brauche einen Bogenmacher. Das ist ja soweit schön und gut. Weil sonst kann ich keine Soldaten ausrüsten. Ja, jetzt habe ich so das Problem. Fange ich nochmal neu an beim nächsten Mal oder... Und ziehe das anders auf. Oder versuchen wir das hier zu retten innerhalb von einer halben Stunde. Aber wir haben ja nur noch eine halbe Stunde. Okay, wir versuchen es zu retten. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Wir ziehen das jetzt durch. Somit sage ich aber trotzdem an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Ha, 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 ha. Tschüss.